Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich liebe eigentlich jede Art von Fotografie, ob Porträtfotografie, ob Streetfotografie, Sportfotografie, aber eines ist unvergleichlich und das ist Landschaftsfotografie. Wenn man alleine draußen ist, wenn es dunkel ist und man hört es, nein, man spürt es, wenn die Natur erwacht und das ist einzigartig. Viel Spaß mit diesem Video. If you could be more, if you could be all that you adore, if you could be far away from here, if you had what it takes, would you run until it breaks? If you try, could you fix your mistakes? 'Cause I was never really jetzt werde ich hier gleich meine erste Aufnahme machen, nämlich im Hochformat und werde das Bild im Endeffekt dreigliedrig gestalten. Vorne der Schnee, dann das Eis, dann noch etwas Wasser und dann der Berg. Und ich versuche hier diesen Baum, der sich links Richtung Himmel ragt, auch mit einzufangen. Blende 18 habe ich hier gewählt und ich werde jetzt aber auch einen Verlaufsfilter nehmen, da nämlich der Himmel relativ düster ist und ohne Struktur. Was essentiell wichtig ist, dass er bei Regenwetter oder bei Schneewetter, wenn die Witterungsbedingungen natürlich für die Sicht nicht ganz ideal sind, dann natürlich auch nicht für das Objektiv und für die Filter, also immer trocken reiben, sonst habt ihr dann Wasserflecken oben, das ganze Bild ist hinüber. Was etwas ein Problem darstellt, ist der starke Wind und der extreme Regen, der jetzt eingesetzt hat. Aber wir werden mal Richtung See gehen. Immer aufpassen auf die Kameraausrüstung. Wenn man ausrutscht, ist bald einmal teures Equipment kaputt. Also take care. If you had what it takes, would you run until it?
Dieser grüne See wurde, wie ich im grünen See-Video schon erwähnt habe, ich verlinke das da oben, ausgezeichnet als der schönste Ort Österreichs. Das war vor ein paar Jahren. Und es ist wunderbar, immer wieder hierher zu kommen, denn bei jeder Wetterlage zeigt sich der See bzw. die Umgebung des Sees anders. Ich werde jetzt ein Foto machen, wobei ich versuche, hier diesen riesigen Schneeklumpen als Vordergrund zu postieren und im Hintergrund im Endeffekt dann diese Berge, die von der Sonne angeleuchtet werden. Und jetzt gehen wir es einmal an. Zu den Einstellungen, ich werde auf Blende 16 gehen und die Zeit ungefähr ein Sechstel Sekunde oder so. Ich habe einen Verlaufsfilter oben, um den Himmel etwas Struktur zu geben, aber jetzt ziehen die Wolken noch durch und jetzt kann ich einen Wolkenzieher vielleicht auch noch machen. Die Wetterbedingungen sind jetzt wirklich sauschlecht, es wird immer schlechter, der Wind bläst mich fast weg. Ich werde jetzt, was ich eigentlich nicht wollte, jetzt doch diese Klamm aufsuchen. So, und jetzt bin ich auf dem Weg zur Marienklamm. Ich wollte nie in die Klamm hier, ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Klammern. Heißt es Klammern? Bitte schreibt es in die Kommentare, keine Ahnung, was die Mehrzahl ist von Klamm. Und eingesunken. Und wir werden sehen jetzt, ob die Klamm etwas Fotografierwürdiges bietet. Hier ist die Hinweistafel zur Klamm und hier geht es dann rein. Ich hoffe, der Schnee ist nicht zu gewaltig hier, aber jetzt gehen wir es an und werden die Klamm besichtigen. Wie bei meinem letzten Video, wo ich am Teufelstein war, angemerkt, wäre auch hier es erforderlich, Schneeschuhe zu haben. Doch, ich habe wieder keine und ich muss wieder den beschwerlichen Weg antreten, aber ich denke doch, dass die Klamm einiges zu bieten hat. Ob es noch Eiszapfen dort drinnen gibt, das weiß ich nicht, aber wir schauen uns das einmal an. Ja, wenn man keine Orientierung hat, so wie ich, dann ist das echt mühsam. Ich habe jetzt eine Tafel gefunden, wo oben steht Marienklamm und jetzt kann es nicht mehr allzu lange dauern. Ich werde hier über eine kleine Brücke gehen und hoffe, dass das Ziel naht. Nicht so ohne das Ganze hier. Mit dem Schnee muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt.
Also ich muss ehrlich sagen, wirklich zufrieden bin ich mit den Motiven hier in der Glammarena nicht. Ich hoffe, ihr hört mich, weil der Bach relativ laut ist. Ich werde jetzt versuchen, hier mal den Bach einzufangen und vielleicht etwas Samt zu zeichnen mit einer kleinen Blende, das heißt mit geschlossener Blende und einer längeren Belichtungszeit. Die Farbe ist zwar nicht schön, aber schauen wir mal, was da rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch weitergeht, ob es etwas Spektakuläres hier zum Fotografieren gibt oder ob das jetzt schon das Ende ist hier bei der Marienklamm. Ich weiß es nicht, ich gehe noch mal weiter. Ja, ein paar Meter geht es da schon runter. Hier auch. Ich glaube, es ist zu Ende. Das war's. Es ist aus. Ich werde wohl beim Hinuntergehen irgendein Motiv finden müssen, das es wert ist, abgelichtet zu werden. So ad hoc habe ich nichts gefunden, aber schauen wir mal. Vielleicht von da herum eine Aufnahme, wie sich hier dieser Bach durchschlängelt. Das Fotografieren in einer Glamm gestaltet sich oft sehr schwierig, da es viele unterschiedliche Lichtsituationen gibt. Das heißt, wenn ihr einen Bildausschnitt wählt, ist es oft so, dass es sehr helle Teile gibt, aber auch sehr dunkle Teile. Das heißt, Licht und Schatten wechseln sich ab und das ist wirklich schwierig. Das heißt, wenn ihr das Motiv gut belichtet habt, dann ist es oft so, dass der Hintergrund absäuft und zu dunkel wird oder auch umgekehrt. Da lohnt es sich oft, HDR-Aufnahmen zu machen. Das heißt, ihr lasst die Kamera auf dem Stativ, wählt den gleichen Bildausschnitt und belichtet ein Bild dann unterschiedlich. Das heißt, ihr macht mehrere Fotos, die ihr dann zu Hause im Lightroom oder in einem sonstigen Bildbearbeitungsprogramm zu einem Foto zusammenfügt. Natürlich kann man das auch anders machen, aber das ist doch der gangbarste Weg. Und wenn alles nicht funktioniert, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Dann nehmt ein iPhone, das macht alles automatisch und das Bild ist im Kasten. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass es in der Glamm Eiszapfen gibt, denn hier in der Glamm gibt es ein Eispickelgittern. Leider war das heute nicht der Fall. Ich bin etwas enttäuscht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich wieder mal hierher komme, um mir das ganze Schauspiel anzusehen und wenn natürlich auch gute Fotos vom Eis zu machen. Eis im Winter ist eines der Motive, die mir eigentlich noch in meinem Portfolio weitgehend fehlen. Jetzt ist mein kleiner Fotoausflug zum Grünen See und zur Marienklamm beendet und ich werde wieder den Heimweg antreten. Das heißt, ich muss mal 1,5 Stunden wieder runter zum Auto und werde dann nach Hause fahren. Ich werde die Kamera jetzt wegpacken, selbst wenn man schwer Fotografie begeistert ist. Irgendwann ist einmal genug und muss man die Kamera weglegen. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf. Ciao Papa, bis zum nächsten Mal und bitte nicht vergessen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like und vielleicht gebt mir auch ein Abo, das würde mich sehr freuen. Ciao, Baba, macht's gut.